Hallöchen und herzlich willkommen zu den letzten Folgen vor der Staffelpause. Ja, willkommen zu Minecraft damit. Diese Brücke haben wir in den letzten Folgen gebaut, da sind wir sehr stolz drauf. Guck mal, wir können ja sogar aufs Dach hochhüpfen, ach ist das nicht schön? Und hier habe ich natürlich was vergessen. Hier und hier müssen da noch Treppen hin. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns nochmal Treppen besorgen. So, und wir sehen schon, hier ist was passiert. Hier ist tatsächlich was passiert. Und zwar sind unsere goldenen Auen... ich bin ein bisschen krank, deswegen entschuldigt, wenn ich mich ab und zu mal ein bisschen mehr räuspern muss oder mal husten muss oder so. Unsere goldenen Auen sind fertig. Geh mal ganz kurz an die Kisten hier hinten und guck mal, ob wir noch Steinziegelstufen oder Treppen, besser gesagt, hier haben wir. Nehmen wir die mal eben mit kurz. Und das sind sie, unsere goldenen Auen, quasi. Ich habe sie offscreen fertig gemacht. Und hier endet der Weg erst einmal. Mal sehen. Mal sehen. Ja, ist doch sehr, sehr schön, finde ich. Besonders halt, wenn man vom Weg ausläuft. Das ist schön. So, dann können wir mal gucken gerade, wie das so wirkt. Wenn man von hier aus, von hier oben kommt. So. Und dann diese goldenen Felder hier drüben hat besser als der Berg einfach nur so, wie er war. Viel, viel besser. Genau. Sehr, sehr schön. Und dann kommt man an diesen Auen vorbei. Kann hier hinaufgehen zur Brücke. Die dann hier ist. Sehr gut. So, wir müssten uns vielleicht mal ein bisschen mehr ausrüsten, anstatt nur Dings mitzunehmen. Ein bisschen Dreck brauchen wir, um uns hochzustecken. Und na gut, Werkzeuge haben wir noch dabei, aber auch nicht mehr viel. Das nehmen wir mal mit. Dann lass uns doch einfach mal ganz kurz noch, falls wir das noch haben. Ja. Ja. Ja, finde ich gut. So, und der Rest bleibt erstmal da, wo er ist. Dann machen wir uns noch mal ein paar Schaufeln. Vielleicht erstmal nur eine Schaufel oder so, ich weiß nicht. Reicht ja auch. So, den Rest haben wir dabei. Sehr gut. Und dann machen wir die beiden Treppen da oben dran und dann sind wir damit auch fertig soweit. Und ich habe mir gedacht, jetzt vor der Staffelpause noch irgendwas Neues anzufangen, macht wenig Sinn. Ich mache ja die Staffelpause deswegen, weil ich gerne ein anderes Projekt erstmal machen würde. Und danach, upsala. Danach geht es dann halt weiter ganz normal mit der Staffel 2. Aber bis dahin, wie gesagt, erstmal ein anderes Projekt. Und eigentlich wollte ich diese Kaimauer machen. Dachte mir aber, ein neues Projekt anzufangen jetzt, also ein neues Bauprojekt jetzt anzufangen, macht keinen Sinn. Deswegen lassen wir das noch. Und kümmern uns erstmal um andere Sachen. Zum Beispiel hätten wir ja dann noch einen Steg, den wir bauen können. Und da will ich nicht nur den Steg bauen, da will ich gerne auch ein bisschen... Naja, ich weiß jetzt nicht, so eine Bank zum Hinsetzen würde ich halt super gerne da noch machen, damit man da so ein bisschen so eine kleine Chill-Out-Area hat, sag ich mal. Kompost ist vielleicht auch nicht so das Geilste, was man da hinstellen könnte. Wir brauchen noch so viel Knochenmehl unbedingt, ne? Wir haben gar nichts. Naja, muss ich vielleicht mal ein paar Skelette hunten gehen. Um das hinzukriegen. So. Ach, das können wir ja auch noch machen eben. Warte mal. Weil hier... Hier an dieser Stelle fehlen natürlich noch diese Büppels. Und da unten an dieser Stelle fehlen diese Büppels ja auch noch. Hier. Das würde ich ja schon gern so ein bisschen beibehalten, damit man ein bisschen was... Ach so. Was ich noch sagen muss. Ich habe offscreen hier dieses Feld gemacht und da ist Minecraft abgestürzt. Und deswegen ist die Rüstung weg. Richtig merkwürdige Geschichte. Keine Ahnung, was da passiert ist oder wie das passieren konnte. Minecraft stürzt ja gerne mal bei mir ab, wenn ich den Browser im Hintergrund noch offen habe. Und, ja, keine Ahnung, irgendwie ganz komisch gewesen. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, einmal an unserer kleinen, ich nenne es mal Lagune der Lust oder so, ich weiß nicht genau. Würde ich ganz gern, wie gesagt, noch den Steg bauen. Würde ich aber auch ganz gern noch eine Bank hinbauen zum Hinsetzen und so. Und ich würde gerne noch das Haus fertig einrichten, bevor die Staffel komplett sich dem Ende neigt. Das Ding ist jetzt halt einfach nur, dass ich bei dem Haus überhaupt keinen Plan habe, wie ich es machen will.
Und entsprechend, naja, ist das schwierig, ne? So. Das wollte ich jetzt nicht. Da haben wir direkt mal ein bisschen Mais geerntet. Das ist ja super. Es wird sehr dunkel gerade. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Das Haus einrichten, genau. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich es machen will. Ich würde halt ganz gern hier so eine kleine Kochgegend einrichten. Eine kleine Kochecke. Dann würde ich das hier gerne nochmal teilen in kleinere Räume. Und oben würde ich halt ganz gern noch diese Zwischenetage bauen. Damit man da oben vielleicht den Schlafplatz hinmacht. Und hier eher nochmal so ein Arbeitsbereich vielleicht oder sowas. Ich weiß nicht. Und dann hier, das hier oder da oben vielleicht als Lager nutzen. So als, naja, den Dachboden, da lagert man ja gern Sachen drin. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative. Das kann man ruhig machen. Okay. Das sind jetzt also die Pläne für die nächsten zwei Folgen. Zwei Folgen habe ich mir jetzt noch Zeit gegeben, das zu machen. Diese Folge kümmern wir uns um die, in Anführungsstrichen, Lagune und den Steg und so weiter, wie ich einen Steg baue. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man einen Steg baut. Ich habe absolut keinen Plan. Ich mache den einfach mal aus Fichtenholz, jetzt habe ich mir gedacht. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um die Einrichtung des Hauses. Mal sehen. So, als allererstes würde ich gerne mal, glaube ich, aus Eichenholz eine Bank bauen. Gut, so viele Treppen brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch egal. Und diese Bank kann man ja locker flockig einfach hier so hinpratschen. Vielleicht hier. Vielleicht so. So hier vielleicht. Ja, das kann man verantworten eventuell. Dann lass uns vielleicht noch ein Schild oder ein paar Schilder machen. Wobei es vielleicht sogar bessere Möglichkeiten gibt inzwischen, um Bänke zu machen. Dank den ganzen Mods und so weiter. Aber trotz den ganzen Mods bin ich irgendwie immer noch so auf diesen Vanilla-Items hängen geblieben. Weiß nicht warum. Aber ist so. So, jetzt steht hier eine wunderschöne Bank. Und den Steg, dachte ich mir, machen wir von hier aus so ein bisschen raus aufs Meer. Das heißt, der Baum müsste dann nochmal weg. Aber das ist ja kein großes Problem, würde ich sagen. So, Verschwindebaum. Sehr schön. Das hier gehört alles nicht dazu. So. Guti, was wir da machen? Unser Geheimgang? Vielleicht das Nether-Portal da rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, wir machen uns erstmal... Schon so ein paar Slabs. Die dann hinaus aufs Wasser führen. Achso, das ist Eichenholz. Ich brauche das hier. Denn das ist jetzt noch die Frage, wie sieht so ein Steg überhaupt aus? Ich muss mal ganz kurz das hier nochmal wegmachen. Komm her. Wie sieht so ein Steg überhaupt aus? Ist der breiter als 3? Ist der 3 breit? Kann man das hier so machen? So. Und dann führt man das so nach vorne hin weiter einfach. Ups, das wollte ich natürlich nicht. So. Zack, zack. Ich meine, so ein Steg muss jetzt nichts Tolles sein, ne? Hier wird sowieso nichts weiter stattfinden. Also ich werde hier kein Schiff oder so ins Wasser bauen. Dafür sind einfach meine Skills überhaupt nicht ausreichend, um Schiffe zu bauen. Deswegen, nö. So, aber so ein bisschen raus aus Wasser. Ich würde sagen, das reicht auch schon. Oder? Und dann kann man ja hier an den Seiten noch so ein bisschen... Huch. Vielleicht direkt hier am Anfang auch so... So? Ja, keine Ahnung, ne? Ist echt schwierig. So vielleicht noch. Ne, die Mitte nochmal. Was ist hier die Mitte? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also da nochmal hin. Ah. Ne, das ist das falsche Holz. Dude, was geht? So. Haben wir jetzt hier so ein bisschen... Naja, es sieht jetzt halt nicht wirklich schön aus, ne? Vielleicht, wenn man das hier dazwischen noch zumacht. Und dann mit so... Oh, da habe ich eine Idee.
Da habe ich eine Idee. Da muss ich aber mal gucken. Habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Ist jetzt ein sehr großer Steg für dieses kleine Dings hier. Das wirkt vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, übertrieben. Vielleicht geht man da nochmal eins raus. Ist ja nicht schon groß genug gewesen, ne? Kann man ruhig nochmal eins rausgehen. Weil ich es, glaube ich, vorher besser fand, wenn es mit diesen Pfeilern endet. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, was das angeht. Jetzt fliegen die Items einfach wieder runter, weil wir ziehen sie nicht mehr an. Das ist traurig. Geht auch kein Stück schneller, wenn man hier so oben ist, ne? Schade eigentlich. So. Okay. Was braucht so ein Steg noch? Ich habe absolut keine Ahnung. Nun. Wir gucken mal, was, wie, wo, warum. Ich weiß zwar, wie die Dinger aussehen, aber nicht, wie sie heißen. Die ich gerade so im Kopf hatte. Diese hier. Spruce Wood Shizzle. Da braucht man Fäden für, ernsthaft? Zwei Fäden. Oh Gott, wo haben wir Fäden? Haben wir überhaupt noch Fäden? Ich glaube, wir haben unsere letzten Fäden damals für eine Angel. Nee, für dieses Dings gebraucht, ne? Für dieses. Diese Fischer. Fishing-Box da. Ja, ja. Kann man Fäden noch irgendwie herstellen? Ja, aus Flachs. Na, ist ja großartig. Ich schwöre, wir haben beides nicht. Gut, dann vergessen wir das gleich mal wieder. Na gut, dann war das eine fixe Idee, aber ohne Fäden ist natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen. Ja, was hat so ein Steg noch? So ein Steg hat ja sonst nichts weiter, ne? Es hat ja sonst nichts weiter. Das gefällt mir jetzt noch nicht so sonderlich gut. Weil es wirkt erstens fehl am Platz irgendwie. Es wirkt sehr fehl am Platz. Vielleicht sind auch die Zwischendinger nicht gut. Diese hier. Weiß ich nicht. Machen wir das erstmal so weg wieder. Ich muss sagen, ich habe nicht so die Erfahrung damit, einen Steg zu bauen. Na, lass mich doch mal. Ah, jetzt ist das Wasser hier kaputt. Scheiße. Mist, aber auch. So, haben wir die. Ja, es wirkt irgendwie so. Es wirkt irgendwie so. Na. Weißt du? Ich meine, ist schwierig. Also so wirkt es irgendwie unkomplett, weißt du? Als ob diese Pfeiler das gar nicht halten könnten. So wirkt es. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Huch. Zack, zack und zack. Na gut. Vielleicht muss man aber auch die Erde rundherum ein bisschen erweitern, damit das ein bisschen stimmiger aussieht. Kann schon sein. So. Ja, war jetzt nicht grandios erweitert, ne? Aber. So. Hä? What the fuck? Ärger mich nicht. Dann wirkt der auch so ein bisschen. Und hier ist halt der Fluss, das ist blöd. Ist aber natürlich auch kein Problem für uns. Wirkt halt ein bisschen unflüssig, ne? Unflüssig. Also nicht unflüssig, sondern unflüssig. So, die Strömung dürfte weg sein. Vielleicht macht man das hier nochmal so ein bisschen. Ja. Ja, okay. Jetzt wirkt er wenigstens nicht mehr ganz so verloren, finde ich. Also immer noch nicht optimal, aber nicht mehr ganz so verloren. Guck mal den Setzling her. Dann packen wir den mal hier drüben mit hin. So. Und, tja. Ja,
Ja, komm. Scheiß drauf. Dann kann man hier sitzen und gucken. Oh, schön. Hm. Ist das schön. Ja, ist jetzt halt nicht. Ne? Vielleicht kann man da noch irgendwie Fackeln draufsetzen. So, zack. Wie so auf die ganzen Pfeile einfach drauf. Batz, batz, batz. Macht das jetzt nicht wirklich schöner? Naja gut, naja gut. Irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht was. Irgendwas fehlt. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kümmern wir uns in Staffel 2 noch drum. Und diese Bank wirkt auch so verloren da, ne? So ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich die Bank da gut finde, wo sie ist. Die Werkbank ist da auch so ein bisschen, naja. Nehmen wir die Werkbank weg. Machen wir die nochmal ein bisschen woanders hin. Da. Vielleicht eher hier so. Oder man macht vielleicht auch so zwei Bänke. Na, man soll schon aus Wasser rausgucken. Vielleicht dann echt so. Weil die da jetzt noch blöder wirkt. Vielleicht aber auch nur, weil sie so groß ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht so. Und dann nochmal irgendwie so. Hat man so eine kleine Sitzecke, mehr oder weniger. Ich glaube, das gefällt mir besser, ja. Dann brauchen wir nochmal neue Schilder gleich. Es wird jetzt auch sehr dunkel. Hilfe. So, Werkbank. Da bist du ja. Man könnte auch ein Lagerfeuer anmachen. Theoretisch natürlich nur. So. Da ist schon... Da noch nicht. Man könnte hier auch ein Lagerfeuer entzünden, das stimmt. Hier so, davor, irgendwo, da. Weil das vielleicht ein bisschen nah ran ist auch. Weil das hier müsste vielleicht noch... Eins nach vorne, ne? Vielleicht eher so. Zack. Und Pam. Ach, schön. Ach, so wirkt es gar nicht mehr so schlimm. Ist jetzt immer noch nicht schön, aber... Naja. Und die Musik ist schön. Lasst uns kurz die Musik genießen. Schön. Na gut. Jetzt könnte man hier halt Lagerfeuerchen hinmachen. Könnte man, muss man aber nicht. Vielleicht erstmal die Werkbank hier so stehen. Als Tarnung. Könnte ja ein Mülleimer sein. Zack. So. Ach ja. Na gut. Dann, Was ist dann eigentlich? Folge vorbei. Das Haus aufzuräumen wird auch nochmal super. Ich schwöre. Also aufzuräumen, umzubauen. Mehr oder weniger. Das wird auch nochmal erstklassig einfach. Erste Sahne wird das. Ja. Kannst du dich drauf verlassen, Schnecke? Brücki. Die Kuh, die lebt einfach unter der Brücke. Ist eine Pennerkuh. Die lebt da. Ist alles gut. Die muss da sein. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, liebe Freunde, lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. So ein Like tut gut. Bis dahin und ciao, ne? Ciao.